طيب إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Man fragt sich immer, ich bin so lange bei Sheikh und bis jetzt habe ich nicht, ich kann nicht Fatwa machen. Ich bin so lange beim Sheikh im Dars, 4 Jahren, 5 Jahren, 7 Jahren, 8 Jahren und ich kann immer noch nicht Fatwa machen. Zumal die Leute fragen mich ja, ich bin ja Talib Ilm von Sheikh. Eigentlich normalerweise nach 8 Jahren musste ich alles, das ganze Wissen vom Sheikh schon in mir drin haben. Ja? Und wenn jemand eine Frage stellt, dann kann ich nicht eine Antwort, ich kann 10 Antworten zurückgeben. Wenn du so denkst, dann hast du es verpasst, was für ein Sheikh ich bin und was du bei mir lernst. Ich bin nicht hier, um dich als Mufti das ist keine Mufti-Werkstatt hier. Bei mir kommen keine Muftis raus. Das, was du hier lernst, ist Manhaj von Ahlul Hadith. Du willst gerettet werden, du lernst diese Manhaj. Und das ist leider, was viele Shiuch nicht sozusagen konsequent genug durchsetzen in deren Durus. Die geben dir zwar viel Information, aber die geben dir den Manhaj so in dem Sinne nicht. Und wenn du diese Know-how nicht hast, aber viel Information hast, dann die Wahrscheinlichkeit, dass du Fehler machst, ist viel, viel höher, als dass du richtig liegst. Natürlich, bei mir, du hast das Gefühl, dass du wie ein Schneckentempo läufst, aber ich möchte dieses Manhaj in dein Herz eingraben. Das ist nicht mehr, egal was auf dich zukommt, nicht mehr weg zu wischen ist. Ja, deswegen, wir haben weniger mit Ahkam zu tun, oder ich erzähle euch sowas, was ich, Ahkam von Salah, Nawaqid, Wudu, bla, und all die ganze Scharia. Ja? Lernst du nicht bei mir, da sind Bücher voll, kannst du lesen. Schadet dir auch nicht. Das wird dir nicht schaden, wenn du das liest. Alles gut. Wann schadet dir das? Wenn du den Manhaj nicht kennst. Dann werden diese Informationen oder was auch immer schädlich für dich. Lieber lern den Manhaj, wichtigste, und je nachdem, wie schlau du bist, wie viel Zeit du hast oder nicht viel Zeit du hast, in Tahsil, denn in Bücher lesen, das ist jedem überlassen, weil jeder hat eine andere Kapazität. Der eine ist extrem neugierig und der andere ist weniger neugierig und was auch immer. Lieber das bleibt so jeder nach seiner individuellen Kraft. Ja? Aber den Manhaj müssen alle kennen und lernen, weil du musst wissen, Rasulullah hat von den 73 Gruppen nur eine Gruppe ausgenommen, die in Jannah reinkommt ohne Strafe. Nur eine einzige Gruppe. Die Sache ist ernst. Denn wir wollen schon von dieser Gruppe sein, oder? Wir wollen das schon. Ja, dementsprechend, so wichtig ist den Manhaj in deinem Leben. Und egal wie langsam das es dir vorgeht oder vorkommt oder was auch immer, wisse, das ist Tafsil vom Manhaj. Weil später musst ihr die nächste Generation den Manhaj vermitteln. Und wenn ihr den Manhaj nicht kennt, was wird ihr denn vermitteln? Information, das hat man heute online mit Mausklick. Kannst du einen Mas'ala in so viel Meinung über einen Mas'ala online, ohne Problem. Muss auch kein Sheikh da sein. Aber wie wir sehen bei vielen Brüdern, wenn die den Manhaj nicht haben, dann machen die den Mund auf und dann machen die Fitna in die Umma. Indem sie die Umma weiter weg von dem Weg vom Prophet nehmen, mit der Behauptung, dass sie die Umma in die richtige Richtung lenken. Über Doppel-Jahil. Jahil-Murakkab. Ne? Der krank ist und weiß nicht, dass er krank ist. Der krank ist und weiß nicht, dass er krank ist und sagt, ich bin gesund. Kannst du den retten? Keine Chance. Deswegen, wie wir mit Suleiman gerade geschnackt haben,
wenn jemand sieht oder wenn ihr seht, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch irgendwo aufgehalten hat, da wo den Manhaj von Ahl-Sunnah Al-Hadith gesprochen wird, du bist ein glücklicher Mann. Du bist ein glücklicher Mann. Vielleicht heute weißt du nicht, was das heißt oder wie viel wert das ist. Aber wenn ich dir sage, dass Yawm al-Qiyamah gibt es ein Lohr, also eine Fahne, die gehissen wird, und das ist die Fahne der Sünde. Und nur die Leute, und vorneweg vor dieser Fahne ist auch sowas, der Führer dieses Herrn. Und du brauchst unter dieser Fahne zu stehen. Keine andere Fahne. Dann musst du das hier auch schon, jetzt hier schon anfangen. Ne? Den Menschen von Allah auch zu folgen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von euch geben. Und befestigen an Kitab und Sunna und leben an Kitab und Sunna und sterben an Kitab und Sunna. Wir haben jetzt At-Tahalli bil Murua schon, wie ihr gesagt habt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht mehr, was ich eigentlich jetzt hier ausarbeiten wollte noch. Hat irgendjemand was geschrieben? Sie wollten über Murua viel erzählen noch. Okay. Wollen wir ein bisschen lesen erstmal? Hat jemand Lust? So eine oder zwei Seiten so? Wer liest? Achter Punkt. Zeichne dich durch Anstand aus. Man soll sich durch Anstand arabischen Mura auszeichnen und durch das, was dazu führt, an edlem Benehmen, Freundlichkeit im Verbreiten des Friedensgrußes, Gutmütigkeit im Umgang mit den Menschen, Stolz ohne Hochmut, Ehrgefühl ohne Tyrannei, Mut ohne Fanatismus, Eifer ohne Unwissenheit. Wir haben gesprochen über die Eigenschaften und der Widerspruch, ne? Letztes Mal, ne? Okay. In diesem Sinne, halte dich fern von dem, was den Anstand zerstört in deinem Wesen, deinen Worten oder Taten, sei es durch einen schädlichen Beruf oder schlechte Eigenschaften. Schändlichen Beruf oder schlechte Eigenschaften wie Eitelkeit, Augendienerei, Übermut, Einbildung, Verachtung der anderen und sich in zweifelhafte Situationen zu bringen. Das war's, ne? Ja, das war das Kapitel. Ja, ich, ja. Gut. Diese Sache, was wir besprochen haben neulich, lass doch mal einen jetzt aufmachen, du kannst ja nicht ständig jetzt hier von Mitte aufstehen. Alle Türen sind zu. Das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, Jungs. Dass die Eigenschaften immer da, dass die Waage auf neutral bleibt. Null. Und bald eine Abweichung gibt es in die Eigenschaft, dann wird die Eigenschaft kippen. Beziehungsweise wird sie dann schädlich. Wir haben ein Beispiel gegeben letztes Mal, jemand, der großzügig ist. Bis wo ist das gesund? Dass er dabei sich seine Pflichten verlässt und alles und die Rechte seiner Frau und Familie. Jetzt sehen wir jemanden, der großzügig ist, aber er schmeißt das Geld aus dem Fenster raus und dann seine Familie, seine Frau, seine Kinder, die haben nichts. Die sitzen, die haben Hunger. Jetzt kann man ja sagen, ja natürlich, und das ist Yaqin und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm... Leute, Yaqin ist eine Sache und Scharia ist eine andere Sache. Weil die Scharia regelt die Abstände. Yaqin ist eine Sache, die zwischen nur dir und wem. Es gibt kein anderer, der dort in diese Beziehung zwischen euch ist. Wenn du redest Yaqin, das hast mit dir zu tun. Aber um bald wie noch eine heranschleppen, wie eigene Frau oder Eltern oder Kinder, dann ist die Situation nicht mehr Individuum, sondern das ist kollektiv. Diese Abstände müssen gehalten werden. Sag mir jetzt nicht, ich gebe alles aus und ja, und dann bringen die Ahadithe von Abu Bakr radiallahu anhu und Umar ibn Khattab radiallahu anhu, wie Rasulullah sallam gesagt hat, ne, wer was zu Hause hat, soll bringen. Ne? Und dann Abu Bakr ist gekommen und sagte Rasulullah sallam zu ihm, was hast du zu Hause gelassen? Er sagt, Allah und Rasul, Allah und sein Prophet. Und nehmen diese Hadith als Dalil, dass die Leute alle Rechte um den rum sozusagen abschießen mit der Behauptung, ja, weil wir an Allah subhanahu wa ta'ala Yaqin an Allah ta'ala haben und wir wissen, Allah ta'ala wird uns nicht alleine lassen. Alles gut.
Das ist, wenn sie zwischen dir und Allah Ta'ala, das ist ja deine eigene Sache, können wir nichts sagen. Aber wenn Rechte von anderen kommen, dann tritt die Scharia ein und dann stoppt diese Yaqin-Geschichte und sagt dir, halt die Abstände. Deine Eltern sind krank. Ja? Dein Yaqin sagt was? Allah Shafi. Allah ist der Heiler. Gestattet dir die Scharia, die beiden leiden zu lassen und denen keine Medizin zu geben, mit der Behauptung, dass du sagst, Allah Ta'ala ist Heiler? Gestattet die Scharia sowas? Bau auf dieser Beispiel dann allen Sachen, was du machst. Und bald die Beziehung außerhalb dir und Allah Ta'ala kommt, eine dritte Person ist dabei, die das heißt Abstände halten. Über die Eigenschaften, egal wie gut die klingen, Großzügigkeit ist doch keine schlechte Sache. Egal wie gut die klingen, egal wie notwendig wir das brauchen, ja, und so weiter, Tapferkeit, gute Eigenschaft oder nicht? Jeder will mutig und tapfer sein. Keiner mag diese Eigenschaft zu sagen, feige. Stimmt? Stimmt. Wenn Tapferkeit aus dem Rahmen bricht, was passiert? Das wird kriminell. Die Tapferkeit, die eigentlich eine gute Eigenschaft ist, du wirst kriminell damit. Weil du hast keine Angst vor gar nichts. Und wer keine Angst vor Strafe ist, dann macht ja auch alles. Versteht ihr, was ich meine? Und so weiter. Messe immer daran. Über das, was Sheikh Abu Bakr rahimahullah gesagt hat, ist definitiv Haq. Das Eigenschaften, wenn er sagt, du bist stolz, aber nicht überstolz, dann wird das so ein Hochmut. Dann bist du im Kibr schon. Und wenn du im Kibr bist, dann weißt du, was passiert. Na? Dass immer die Eigenschaften, egal was von Eigenschaften du nacheiferst, immer die Waage hältst auf neutral. Neutral, dass die Waage so still steht. Wenn das so kippt oder so kippt, dann wisse, da wird ein Schaden entstehen. Egal jetzt in welche Richtung. Aber es werden entweder im Defizit oder in Übermaß. Ja? Wir haben ja allgemein auch gesagt, dass Murua ist alles, was du nachstrebst, um gut vor Allah subhanahu wa ta'ala zu sein und gut vor den Menschen auch zu sein. Und alle Eigenschaften oder alle Verhaltensmuster, die das widersprechen, ist eben Khawarim von Murua. Also das heißt keine Murua. Ja? Über alle positiven Sachen, die du nachstrebst, jetzt von Scharia her aus, ja, ist es von Murua. Dass man so eine anguckt und sagt, da, so ist ein Muslim, mashallah. Verstehst du? Alles, was positiv sozusagen dich darstellt, gegenüber von Allah Ta'ala, gegenüber von den Menschen, das ist Murua. Ja? Und alles anders, was dich abwertet, so, was ist das denn? Hä? Das ist ein religiöser Mann? Oder das ist ein Muslim? Nee, danke. Sowas nicht. Über alle diese Sachen, die Menschen sozusagen da. Was, wenn Eigenschaft gibt es, die vom Dien aus gewollt, aber von den Menschen nicht toleriert ist? Was macht man denn? Ist es von Murua 100%? Ja? Aber die Menschen nehmen das nicht so ganz gerne so an. Ich sag mal beispielsweise, dass man sein Bart lässt. In unserer Zeit heute ist es ein Problem. Dass, na, wie die Menschen dich anguckt oder angucken, wir wissen schon, dass man schon Abstand schon von dir. Egal eigentlich, übrigens, ne, ist egal auch wie lang oder wie kurz dein Bart ist. Muslim mit Bart, das ist ein Problem. Das ist schon ein Problem. Wenn du in anderer Religion bist, ist es kein Problem. Und wenn dein Bart bis hier ist und hast einen Ohrring, alles wunderbar. Diese Leute sind sicher, ist alles wunderbar. Ja? Aber die Bart zu unterlassen ist Kharim von Khawarim al-Murua. Ein Defizit, das dich nicht als Mann von Murua nennen kann. Dein Hadith ist auch dementsprechend so schwach. Ja? Deine Überlieferung, oder wenn du ein Khabar, wenn du eine Nachricht gibst von Rasulullah, wird dein Hadith daif.
Das ist schon eine Schande. Wieso? Weil dir fehlt eine Eigenschaft, die sehr, sehr wichtig ist, um Thabt oder Thiqa zu sein. Und das ist Muru'a. Wenn das passiert und die Leute beispielsweise sehen das nicht als Muru'a, was macht man denn? Wie regelt man das? Die Gesellschaft weist das zurück. Dein Dien drängt dich in die Richtung. Und du weißt, wenn du es unterlässt, dass es Kharim von Khawr Muru'a heißt, dass Muru'a können dir entweichen. Und wenn die entweicht, das heißt, dass du bis jetzt in Ilmul Hadith oder bei Ahlul Hadith ein schwacher Mann. Und ein schwacher Mann kann nur daif Hadithe überliefern. Eigentlich, sein Hadith ist kein Hujjah. So, was macht man denn in dieser Situation? Sonntag um 12, weiß ich, alles gut. Ich weiß, normalerweise ist man im Bett und so und wälzt sich, aber Allah Ta'ala will mit euch und mit uns, inshallah, was Besseres vor. Hat mit uns was Besseres vor. Deswegen sitzen wir. Was macht man denn, Jungs? Wer ausmachen? Jo. Das macht Hitze, ne? Für die Außenaufnahmen besser. Ach so. Okay. Was macht man, Suleiman? Ja. Ich würde sagen, ich würde erstmal nach dem Hucken gucken. Bad lassen ist an sich ja Pflicht. Mhm. Und wenn die Gesellschaft das nicht mag und mich das so auffordert abzulegen sozusagen, dann würde ich das nicht machen, weil es gibt kein Gehorsam für die Geschöpfe, wenn es Ungehorsam für Allah ist. Ja, aber was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, eigentlich musste ich das hier reingehen. Was habe ich jetzt genau? Ach, nee, okay, dann. Ich weiß nicht mehr, deswegen mache ich zwei extra. Das ist ein Diabetiker, ne? Guck mal, wie kurios das ist. Ein Diabetiker macht so viel Zucker rein. Aber ich esse ja nichts. Zwei. Ich würde mal sagen, wenn die Situation dich nicht innerhalb der Gesellschaft bedrängt, dass du dein Bart lassen kannst, also du kannst dein Bart lassen, ohne dass du innerhalb der Gesellschaft Probleme bekommst, essentielle Probleme, dann musst du auf diesem Weg bleiben. Wenn du aber Probleme bekommst, die diese Sachen von Daif überwiegen, das bedeutet, dass du zum Beispiel Probleme bekommst, dass du deine Familie nicht ernähren kannst oder sonst, dann könnte man, muss man vielleicht einen Kompromiss finden. Okay. Also das heißt, bedeutet, wenn der Munkar größer ist, als diesen Bart wachsen zu lassen. Der Regel, was Saleh gerade anspricht, ist eine bekannte Regel im Fiqh. Amr ibn Maruf und nahya an Munkar. Ist Pflicht oder nicht Pflicht? Ist Pflicht. Gutes bieten und Schlechtes zu verbieten. Das ist Pflicht. Jeder Muslim muss das machen. Ist das so absolut oder haben die Ulema Tafsil gemacht? Es gibt Tafsil in diesem Masala. Wer und wann und wie und wo und was auch immer. Ist das kompromisslos oder kann man Kompromiss einbauen? Sagt ihr doch, Kompromiss müssen wir einbauen. Denn wenn ich nahya al-Munkar mache und daraus entsteht noch ein größerer Munkar, eigentlich, ich habe den Munkar nicht beseitigt, sondern ich habe den Munkar was? Verstärkt und verfacht. Lieber kann ich nicht vor Allah subhanahu wa ta'ala kommen und sagen, ja Allah, es gibt eine Grenze, es gibt eine Tafsil, es gibt eine Klausel, ja. Aber es muss tatsächlich, wer sagt das, ich oder die Ulema? Die Ulema sagen wir was darüber, weil es gibt Sachen, die von der Ulema berücksichtigt werden. Ja? Und es gibt Sachen, die gar nicht berücksichtigt werden. Nee, trotzdem. Verstehst du, was ich meine? Über diese Sachen, zum Beispiel, wenn du jetzt deinen Bart wachsen lässt, und wir haben nur eine Klinik, 100 Kilometern. Und die nehmen keinen. Die nehmen deine Eltern nicht auf, weil sie denken, Bart. Du bist radikal, dann Beispiel. Mach den Bart ab. Beispiel. Zum Beispiel so. Beispiel. Über die Masala ist immer dann je nach Situation. Ja? Absolut ist es nicht. Tafsil gibt es drin, aber damit wir die Gefahren nicht eingehen, dass wir unsere Nefs sozusagen vorne stellen und unsere Nefs hinterherlaufen, deswegen sage ich, die Ulema sagen uns das. Aber ich habe eine Situation, da mache ich kein Fatwa für mich, dann rufe ich dann irgendeinen Alim an und sage ihm, so 1, 2, 3, 4. Ist das Darura von der Scharia aus oder ist das kein Darura? Wenn es Notwendigkeit, wenn es notwendig ist, welchen Grad
Ja, und dann weiß ich auch, ist es Not oder ist es Mittel oder ist es schwach, was auch immer. Aber auch dementsprechend, wieso? Denn der Hukm wird auf diese Elemente dann aufgebaut. Und wie viel du von deinem Bart nimmst oder nicht nimmst oder lang oder kurz oder komplett rasierst oder. Das ist abhängig von so vielen Faktoren. Denn wenn diese Faktoren nicht stattfinden, dann wird der Hukm am Ende was falsch. Und am Hauptsache sagst du, ich habe einen Sheikh gefragt. Ja, aber du hast den Sheikh die Information, du hast das Tadlis gemacht. Du hast die Information nicht richtig gegeben. Und da kam der Hukm und dann dementsprechend kannst du auch nicht durch die Gegend laufen und sagst, ich habe einen Sheikh gefragt. Eigentlich bist du ein Modellist. Weil du hast den Sheikh nicht richtig gefragt. Und natürlich, der Hukm ist dementsprechend, der Urteil ist nachgekommen. Das, was ihr uns sagt, das so kommt ein Output. Wo ist der Dalil dafür? Der Hadith von Sallallahu alaihi wa sallam sagt, der eine von euch kommt mit seinem Bruder und er kann besser reden als sein Bruder. Und dann ich gebe den Hukm für ihn. Dann wisst, egal wer zu mir kommt und irgendein Hukm von mir, ein Urteil bekommt, gegenüber von seinem Bruder und er weiß, dass er seinem Bruder gegenüber Unrecht getan hat, dann wisse, ich schneide ihm ein Stück von Jahannam. Aber das ist auch Hal von Alim. Denk nicht, weil du jetzt hier so, ich habe einen Alim gefragt, wenn du von Alim sitzt und die Masse, viele Brüder beispielsweise kommen zu mir und sagen, ja Allah, ein Bruder fragt. Das Thema ist seins. Ein Bruder fragt, wieso sagst du, wieso machst du das? Das ist Tadlis. Warum? Warum willst du nicht vom Sheikh, dass, Allah, ich habe ein Problem, 1, 2, 3, 4. Wieso ein Bruder? Ron. Also vor Leuten ist das persönlich. Nein. Ist persönlich. Alleine. Ja, nein. Persönlich. Vor den Menschen sagt man nicht seine Themen oder sein Problem. Ja? Aber wenn du vor dem Sheikh alleine bist oder am Telefon mit ihm alleine bist, also außer die Verfassung, na, die sind ja von uns jetzt ja gerade, als die sind ja. Na, dann erzähl genau das, was die Situation ist, damit den Sheikh auch. Weil dann erwische ich dann die Jungs und sage, was ist dann mit das und das und das und das? Jetzt, wenn er antwortet, dann hat er sich entlarvt. Weil nur einer, der mit in die Situation drin ist, kann diese Details sagen. Dann weiß der Sheikh, dass ich lüge. Und das ist eigentlich das ist mein Thema und ich sage ihm, das ist ein anderes. Und wenn es nicht sein Thema tatsächlich ist, diese Informationen können er nicht vermitteln. Aber den Hukm kann nicht rauskommen. Zumindest nicht richtig rauskommen. Deswegen eigentlich. Lässt diese Sache von wegen ein Bruder fragt, Sheikh. Lass diese Sache. Wenn ein Bruder fragt, dann sagt dem Bruder, ruft den Sheikh an. Punkt. Haltet euch einfach nur fern. Und wenn es eure Sache ist, dann sagt einfach, ist meine Sache. Und so weiter und so fort. Aber dementsprechend, wenn mein Bad daraus mehr Munkar entstehen wird, im Bezug auf was? Auf eigene also Schäden, die nicht nur mich betreffen, sondern Leute, ja, denen ich Abstand auch zu denen halten muss, also deren Rechte geben muss. Beispiel wieder, wie Salih gesagt hat, Eltern, Kinder, Frau, was auch immer. Das sind Abstände, die nicht verschätzt werden dürfen oder nicht verschoben werden dürfen und so weiter und so fort. Wenn der Munkar bei denen. Deswegen, manche Ulema haben in Russland damals, wo die Kommunisten, die Ulema haben so viel Fatwa gemacht für die Leute, die dort gelebt haben, die Muslimin, dass du wirklich du überlegst, wow, so flexibel ist unser Dien. Das ist sogar mit Kopftuch was zu tun hatte und mit Bart sowieso mit zu tun hat. Und die haben den Fatawi, die Leute haben unter dem Boden ausgegraben und Schulen da unter, wie Grab. Und, na, weil es war, der Kommunismus war richtig übel, so wie was sie heute in China machen, mit den Muslimen. Genau dasselbe, das Rote Stern. Funktioniert da auch in China, immer noch, 2018. Und wegen, ja, die Chinesen, die Regierung kommt raus, das sind unsere Landsleute, wir haben nichts dagegen. Ja. Wie die Rohingya oder wie die heißen. Alles genau dasselbe. Der Fiqh, was bei den Rohingyas zurzeit ausgesprochen wird, ist natürlich, wird berücksichtigen natürlich
die Situation und die Gefahren, wo die dann natürlich da drin sind, dass wir die sagen, Jama'a Gebet verboten. Das ist Asl in Din. Dieser Asl wird Ta'til gemacht. Wieso? Die Gefahren sind viel zu groß. Da können wir sagen, denn weil die nicht Jama'a beten, dass die Muru'a nicht haben? Hä? Nein. Selbstverständlich nicht. Weil von sich aus machen die das ja nicht. Sondern die Situation zwingt sie und die Ulema geben sie die Fatwa dafür. Über deren Ahadith bleiben sahih. Auch in dieser Phase, in dieser Situation, auch bleiben sahih. Wisst ihr, was ich meine? Versteht ihr jetzt, was ich dann meine? Und wenn sie bei dem Verbot doch die Jama'a verrichten, wie es da... Eigentlich wäre, das wäre jetzt gegen die Scharia. Guck mal, wie kurios. Es wäre, dieses Verhalten wäre gegen die Scharia. Wieso? Weil die Scharia sagt dir, in dieser Situation sollst du kein Jama'a verrichten. Ist eine große Sache, eine riesengroße Sache. Das ist Scha'ira von Din. Es ist genau wie Adhan. Dann sagt man zu denen, macht kein Adhan. Wieso? Du lenkst die, dann die hören, dann wissen, wo ihr seid. Versteht ihr, was ich meine? Wenn jemand sagt, nein, Yaqin, Allah und mächtig. Sehr schön. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bum, 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 bum. 100, 200 Mann tot. Wegen deinem Adhan. Aber eigentlich, dein Verhaltensmuster jetzt ist Scharia Mukhalif. Gegen die Scharia. Tab Yaqin und nicht Yaqin und Scha'ar von Islam und Scha'ar. Interessiert uns nicht. Vergiss nicht, die Scharia ist gekommen wegen diesem Mensch. Dass dieser Mensch komplett geschützt wird. Komplett. Diener Allah subhanahu wa ta'ala muss komplett geschützt werden. In alle seinen Situationen, in alle Zeiten, bis Yom Qiyam. Und das ist gar nicht leichte Sache. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dieser Koran ist so mächtig, keiner kann sowas machen. Die Regel von Allah subhanahu wa ta'ala in diesem Koran ist so mächtig, dass sie alle Menschen anpassen oder passt alle Menschen an, jederzeit, egal was für eine Herkunft, bis Yom Qiyam. In alle Situationen. Welche Verfassung oder welche Kanon oder Gesetz kann sowas machen? Alle Menschen. Ja, es gibt vielleicht in manchen Ländern eine Verfassung, wie in Frankreich beispielsweise, deren Verfassung ist schon seit der Revolution, 200 Jahren oder so, und läuft und wird wahrscheinlich laufen weiter. Aber das ist nur für die Franzosen. Nur für die Franzosen. Ja, nicht für alle Menschen, alle Herkünfte, jede Zeit, alle Situationen. Und Lücken im Gesetz wissen wir ganz genau. Lücken in Scharia gibt es? Es gibt keine Lücken in Scharia. Alles ist dicht. Über dementsprechend die Eigenschaften. Ne? Ich habe eine Frage. Wie ist es in allem damit argumentiert, dass es wie die Musa gestanden wird, dass erstmal ein großes, wenn man Amal und Maruf macht, also das Rechte gebietet, kommt ein Problem, aber dieses Problem nach dem Osser kommt Yusra, also es wird nach dem Schwernis kommt eine Erleichterung. Was wird in allem damit argumentiert? Das ist ja eigentlich, das ist dasselbe Prinzip, wie wir sagen, Yaqin. Okay. Weil das ist ja schon wieder, das ist keine Sache, den du fassen kannst, anfassen kannst. Hm. Ist ja natürlich nach dem Usr Yusr und nach dem Usr zwei Yusr, nicht nur ein Yusr. Beispiel. Ja? Aber du weißt nicht, ob dieser Usr, es kann sein in dieser Usr, dass die Umma vernichtet wird. Also jetzt die Rohingya, ich nehme dieses Beispiel wieder. Hm. Es kann sein, dass in dieser ein Usr, das ganze Stamm ist weg. Hm. Was kommt denn für Yusr danach? Was brauche ich denn für Yusr danach? Die Muslime sind ausradiert. Über alle Vorteile, was danach kommt, ist eigentlich kein Vorteil, wenn die Muslime haben nichts von. Über die Scharia muss so funktionieren, Jungs. Die Scharia handelt, wie Umar ibn Khattab das perfekt gesagt hat. Wahi ist vorbei. Verborgen, wann kommt Unusra, wann nicht kommt, was ist richtig, was ist. Diese Wahi ist vorbei. Rasulullah sallam ist tot. Denn der eine von euch soll nicht zu uns kommen und Schlechtes machen und sagen, ich habe eine gute Absicht. Wir werden ihm als schlecht. Und andersrum auch. Die Scharia hat Mushahada. Rational. Ich kann die Scharia, deswegen, und bald Emotion in die Scharia reinkommt, dann weichst du ab von Scharia, dann kommen die Bid'ah und kommen die Mukhalafat. Die Scharia ist rein rational. Allah sagt, in Qisas. Ja? Qisas, wissen wir,
Wiedervergeltung. Ja? Allah Ta'ala sagt, eigentlich in dieser Ayah ist eine ist ein Wunder. Dann Allah Ta'ala sagt, in Qisas, wa lakum fil Qisasi Hayatun. Qisas ist Tötung eine Tötung gegenüber einer Tötung. Tötung ist eigentlich Vernichtung, ist Inhalieren, ist nichts, das danach ist nichts. Allah Ta'ala sagt, ist Haya, ist Leben. Es kommt Leben danach. Denn eigentlich vom Außen her ist widersprüchlich, wenn jemand so einen Zeller hat. Ja? Aber faktisch ist klar, wenn jemand töten will und weiß, dass sein Kopf denn dafür gegenübersteht oder sein Kind oder seine Frau will, dann wird er 10-mal überlegen, ob er das machen möchte oder nicht. In diese defensive Haltung verschont ein anderes Leben, dass die nicht getötet wird. Über Haya oder nicht Haya? Über Haya. 100%. Versteht ihr, wie das funktioniert? Über ein Qasas ist ein Beispiel, das Allah subhanahu wa ta'ala uns zeigt. Dadurch gibt es irgendeine andere Hukm heute auf der Erde, der Leben erhält, was Tötung angeht, außer diesem Gesetz. Qasas. Todesstrafe. Todesstrafe. Ist da Haya dahinter oder kein Haya? Doch. Was? Mörder umbringst, macht man damit nicht noch mehr? Das ist ja klar, das ist im Fall von Serienmörder oder so, jemand, der wirklich Profi ist. Das ist ja eine klare Sache. Aber ich meinte jetzt einzig, dass diese Individuum jetzt, dass man jemanden getötet hat. Hä? Ich wollte sagen, wenn ein Mörder, den hat man ja schon gefangen in dem Fall. Ja, Mörder ist ja natürlich ist jetzt außerhalb des unserer Gespräche. Wir reden jetzt von Nafs für Nafs. Also jemand, der nicht jetzt hier so ein Täter ist oder jetzt ein Mörder ist. Das ist einfach nur... Wie in unseren Ländern so diese Rachensachen, was weiß ich, der eine tötet eine von meinem Stamm, dann ich töte einen von seinem Stamm. Wie zwischen Aus und Khazarisch damals, Quraysh damals, das war ständig so. Ja? Diese Todesstrafe eigentlich ist eine Handlung, das im Nachhinein eigentlich hindert nicht kriminelles Verhalten. Das hindert sie nicht. Das ist nur eine Konsequenz daraus. Aber eigentlich schlau ist es wie das Hindern, dass die Tötung nicht stattfindet. Da heißt das, die Scharia, wenn die Scharia ausgeübt wird, dass keiner getötet wird? Wer hat das gesagt? Weil viele Leute sagen, ja, ihr argumentiert immer, dass die Scharia. Guckt eure Länder an. Wir haben noch nicht gesagt, dass die Scharia aus den Menschen einen Engel machen wird. Das ist nur die rationale Abstände zu jedem Wesen, der mit mir auf diesem Planet ist. Und wenn ich das dann nicht berücksichtige, dann gibt es eine Salat. Ja? Aber Qisas ist das effektivste Methodik, um Leben zu verschonen. 100% nein, aber wie vermindern das? Ja, wenn du diese Strafe in deinem Kopf hast, und dann überlegst du 10-mal, bevor du so einen Zug machst, das hindert daran, wenn du 10-mal überlegst und der 10-mal überlegt und die prozentuale Wahrscheinlichkeit senkt, definitiv. Doch wenn ich das offen lasse und sage, ja, Knast. Ja und? Knast, dann Knast. Drei. Es gibt auch dann Familie von diesen Getöteten und Herzen, die brennen. Es ist ja nicht nur jetzt die Person, sondern es geht ja, wie mache ich das denn? Deswegen sagen wir, es gibt kein Gesetz auf der Erde, der alle Punkte anspricht, behandelt, wie die Scharia. In allen Sachen. Wenn du jede Hukm von Scharia nehmen würdest und Tafsil machst und guckst Effizienz, was, dann siehst du, dass Scharia am effizientesten ist, was diese Menschen angeht. Der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt kein System, der besser geschnitten ist
Ja? Wie Scharia für die Menschen. Da mal hier, mashallah, es funktioniert ja doch alles. Und ist doch kein Scharia und kein, was weiß ich. Nein, Moment. Bei uns ist der Ilah unser Herr. Ja? Und Strafe und Lohn kommt von ihm. Unser Bezug ist direkt mit ihm, subhanahu wa ta'ala. Bei denen, die müssen auch einen Ilah haben. Was ist deren Ilah? Verfassung. Nafs. Ja? Was ist deren Ilah? Verstand, Demokratie. Ja. Kann man Geld sagen? Es dreht sich hier nur um Geld. Du fährst nicht über Rot, weil du weißt, dass die Strafe so. Es ist nicht, weil du jetzt respektierst, dass du. Meinetwegen, du respektierst auch, aber du weißt, was die Konsequenz ist. Dein Herr wird aus deiner Tasche rausgenommen. Und du wirst dein Herr schützen. Verstehst du? Deswegen setzen sie hier, es funktioniert. Warum? Weil die drohen die immer mit deren Herr. Und damit die deren Herr schützen, jeder verhält sich. Ja? Weil sonst geht das nicht, es funktioniert nicht anders. Nimm alle Strafen, alle Geldstrafen weg. Und guck mal, was in Deutschland auf die Straßen ist. Nimm es weg und guck. Meinst du, dass die Leute sich dann so verhalten würden? Die ersten Türken, nein. Weil mit Strafe trotzdem waren die nicht. Ja? Araber, Afrikaner, was auch immer. Ja? Afghaner und Pakistan. Wobei eigentlich Pakistan und Afghanen sind eigentlich so ganz, also viel ruhiger als wir. Kurden, so brauchst du gar nicht so denken. Die haben ihre eigene Daule im Kopf. So. Versteht ihr schon? Aber wenn du wissen willst, wie effektiv eine Sache ist, nimm den Element raus. Und guck, wie die Menschen sich verhalten. Wenn die sich so weiter verhalten, ist wunderbar. Diese Erzieherische hat die Menschen so eingepolt, dass die tatsächlich die Eigenschaften jetzt bringen. Bei einem Mu'min ist es so, der Druck auf den Mu'min ist ständig und stetig. Er weiß nicht, wann er stirbt. Er weiß nicht, wie er stirbt. Er weiß nicht, was Allah Ta'ala mit ihm macht. Er weiß, dieser ständige Druck lässt den Muslim immer oder den Mu'min immer aufrecht bleiben. Immer. Diesen Druck im Nacken brauchst du und brauchen wir. Was die Leute heute uns sagen, das ist Einschränkung oder du brauchst das. Als Mensch brauchst du diesen Druck. Dass im Nacken sitzt, dass du ganz genau weißt. Versteht ihr, was ich meine? Über dementsprechend wissen wir auch, denn Gesetz von Allah subhanahu wa ta'ala will aus mir was vor mir. Es will aus mir eine Person machen, der konstruktiv, produktiv in dieser Gesellschaft ist, auch in jeder Gesellschaft und jeder Zeit. Ja? Muslime waren nie Leute, die sie so intuitiert sind und mit anderen nichts zu tun haben wollen und parallele Gesellschaft machen. Gar nicht. Der Muslim oder der Mu'min kommt rein in eine Dings, seine gute Eigenschaften überdeckt alles, was um ihn herum ist. Er ist besonders, überall wo er auftritt. Wie Rasulullah sallam sagte, ein Mu'min kann reif, wie Regen. Wo er kommt, kommt Khair raus. Ja? Stellt euch mal vor, wenn kein Regen kommt. Wir haben das ja 3 Wochen hier im Sommer jetzt gehabt. Das Vieh leidet, das Früchte und was ist das, die Ernte leidet, alles leidet. Weil kein Regen da ist. Und jetzt, die Leute hier in Deutschland warten auf Regen. Aber diese Hidayah-Regel, die Muslimen verhalten sich in kein Murua-Muster. Über was für einen Dien können wir von den Muslimen dann nehmen? Aber am Ende, du kannst nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und sagen, ja Allah, die Deutschen wollten nicht. Nein, das stimmt nicht. Du lügst. Du hast dich nicht mit Murua, du hast nicht die Eigenschaften mitgebracht, die letzten Endes die Deutschen, und das spricht die Deutschen definitiv an, wenn du treu bist, wenn du ehrlich bist, das sind Eigenschaften, die Deutschen sehr schätzen. Und du sprichst die sofort an, egal woher du kommst. Das interessiert den nicht, was für eine Hautfarbe. Die sagt, das ist ein ehrlicher Mann. Und das ist wertvoll.
keine bringt diese sofort, diese Eigenschaften von Murua und kann mir sagen, dass irgendeine Gesellschaft das nicht akzeptieren wird. Stimmt nicht. Über Tahalli bil Murua ist eine Sache, die essentiell ist. Es ist nicht eine Option. Ja? Für Talib al-Ilm ist recht jetzt. Weil Talib al-Ilm, die Allgemeinheit bringt sich gegenseitig gewisses Benehmen bei. Talabat al-Ilm sind die Leute, die eigentlich von der Scharia aus, von der Quelle aus, an die Menschen weitergeben, was die Menschen bearbeiten. Aber eigentlich deine Situation, wenn jemanden, wenn die Allgemeinheit der Muslimin, von denen es verlangt, Murua, von Talib al-Ilm ist es eine essentielle Sache. Wenn die bei den anderen ist Option, bei dir ist es essentiell. Geht nicht ohne. Darunter ist, was wir gesprochen haben letztes Mal. Nicht reden, das was nutzlos ist. Was sitzt du in einer Runde und 2-3 Stunden redet ihr über Weltmeisterschaft? Ja, ist nicht haram. Ja, ist nicht haram. Und dann 3 Stunden über Weltmeisterschaft reden? In der Runde 3 Stunden, 5 Minuten dafür darüber reden, ja, dass Frankreich hat gewonnen und die waren besser. Ja, okay, 10 Minuten, Viertelstunde. Doch das ganze Majlis dafür. Oder anders, wir treffen uns alle zusammen, unsere ganze Majlis über irgendeine Gruppe von den Muslimen, um die fertig zu machen, um die niedrig zu machen. Was ist nutzlos? Was, Ram? Das hieß ja nicht Lahu, sondern du hast mal einen anderen Begriff. Ich vergesse diesen Begriff. Lahu. Es ist Lahu. Also oder Leib. Es gibt ja dieses das, Lahu. Reden, was gar keinen Sinn hat und so. Du hattest, das war ein anderer Begriff, aber das ist nicht haram, dass man sinnloses Gerede spricht? Nein, ich sag, wenn in unserem Majlis das 5 Minuten von uns genommen hat, das passiert. Ja, nee, wir sind ja, wie gesagt, keine Malaika. Ja, kann ja passieren, dass man, aber doch nicht das ganze Majlis dafür. Oder wir treffen uns, um ein Fußballspiel zu gucken. Hä? Wisst ihr noch, wie wir gesagt haben, Wara und Zuhd? Wer weiß noch der Tafsil, der Unterschied zwischen Wara und Zuhd? Zuhd ist sich von Sachen fernhalten, die keinen Nutzen für Akhira haben. Hä? Und Wara ist, so man geht auch mal die Mubah-Sachen, man geht immer Kompromisse ein. Ist genauso. Wara ist jemanden, der nichts Falsches macht, aber im Mubah-Bereich sich ein bisschen bequemer macht. Sagt, ja, das ist doch Mubah, wieso willst du das verbieten? Beispiel, ja? Er spielt Pool beispielsweise. Es ist doch Mubah, ist doch nicht haram. Ist wie sagt man hier, Würfelspiel, keine Brettspiel, gar nichts. Und das lernt Ziel. Du lernst Ziel durch dieses Spiel. Jetzt. Wara ist jemand, der sagt, ja, okay, das ist ja, solange es nicht haram ist, da kann ich auch umgeben oder 2. Ja? Und Zahid sagt, ja, was soll ich damit? Wird in meinem Buch geschrieben und er hat von 9 Uhr bis 11 Uhr Pool gespielt. Fazit, also Ertrag, 0. Kein Hasana, nix. Was soll ich damit? Aber Zahid ist jemand, der das ablehnt. Wara ist jemand, der... beide sind gut. Bei Allah subhanahu wa ta'ala. Beide sind bei Allah subhanahu wa ta'ala gut. Gut. Ja? Lieber... die Waage ist immer mit uns. Die Eigenschaften sind immer mit uns. Nicht die Waage... Stolz, gut. Aber nicht hochmutig. Großzügig, gut, aber nicht verschwenderisch. Vorsichtig zu sein, ist gut, aber nicht feige. Ja? Und so weiter und so fort. So funktioniert das. So kannst du das optimale Persönlichkeit, die eigentlich genderwürdig ist. Ja? Weil, damit du in Gender reintrittst, da musst du die Eigenschaften bringen, dass du qualifiziert bist. Die brauchen Qualifikation, um in Jannah einzutreten. Diese Qualifikation ist ein Muster, der Allah subhanahu wa ta'ala vorgegeben hat. Der möchte seinen Dienern so nah an diesem Muster wie möglich. Ein Beispiel jetzt.
Gnade. Ist es eine gute Eigenschaft oder nicht? Ja, definitiv. Wenn du keine Gnade hast, dann ist es Feierabend. Ja? Dann dein Herz ist nicht da. Bleib, wenn die Gnade überschwappt, was passiert? Ron. Mit Umständen, wenn der Scharia, wenn dann keine Strafen mehr, dann. Das wird zur Bananenrepublik dann. Oh ja, der hat ihn getötet, aber doch begnadige ihn doch. Begnadige ihn doch. Ja, warum hat er denn den anderen nicht begnadigt, dass er geschossen hat? Entschuldige? Oder, ja, der ist aber doch jung, er hat ja geklaut, aber der ist jung und so, und bitte keine Ende. Sag doch mal ein bisschen Zeit in die. Oh, die Salaf, die sind so hart und was heißt keine Gnade? Gnade? Wo? Was Gnade? Rasulullah sagt, wenn die Situation mir bekannt ist, dann muss ich mit der Scharia handeln. Versteckt das von mir, solange es von mir versteckt ist, dann ist kein Urteil. Aber wenn es zu mir kommt, der hat geklaut und ist festgehalten, dass er geklaut hat und ist über den Nisab und die ganzen Schurut sind da. Welche Gnade dann wirst du denn hier machen? Sagt ja, setz ihn im Knast, ist ja nicht so schlimm. Gut, dann geht er 3 Jahre im Knast und kommt raus, ein Boss. Am Anfang war er ein normaler Krimineller. So ein ganz normaler, so, weißt du, einmal oder zweimal. Und nach die 3 Jahre Ausbildung im Knast kommt raus als Boss. Er kann eine Gang. Und seine Kriminelle. Und das ist fast 90%, Jungs, statistisch. Keine geht im Bau rein, kommt raus besser. Vielleicht 10% von dem. 90 oder 80% kommen raus noch schlimmer, als die am Anfang reingegangen sind. Wieso? Mit der Sache, das ist gnadenlos, was die Muslime sagen, die Menschen die Hände abzuhacken. Hallo? Ist noch jemand da? Es geht um Gesellschaft, es geht um Abstände, es geht um. Und wenn du Gnade hier erweist, dann hast du eigentlich, du gibst den Blankoscheck, dass jeder macht, was er will und hofft auf die Gnade. Wie manche Muslime, möge Allah SWT uns verschonen und die Hidayah geben, ja, machen alle Sünden, was du in deinen Fantasie hast und nicht hast. Und wenn du mit dem sprichst, sagen sie, Allah ist doch gnädig. Ja, natürlich Allah ist gnädig. Ja, wer streitet, dass Allah gnädig ist? Aber diese Form, wie du dich denn verhältst, hast du diese Gnade denn erwiesen, verdient? Hast du den Muster mitgebracht? Nö, habe ich nicht. Wie willst du denn dann die Gnade von Allah SWT dann bekommen? Ja? Du kommst zu mir und sagst, kannst du mir ein bisschen Wasser geben? Ich sage, ich will mir ein Glas. Oder irgendwas, wo ich den Wasser reintun kann. Ja, habe ich nicht. Ja, da, wie soll ich das denn machen? Versteht ihr, was ich meine? Du brauchst eine Form. Um Gnade von Allah SWT. Da steht, ist das eine Sache, die ich und du so Gedanken darüber machen und selbst so überlegen? Nein. Im Koran steht, die Eigenschaft, in dem du brauchst, فَسَنَكْتُبُهَا Allah Ta'ala spricht im Koran, wie werden sie schreiben? An. Und dann fängt Allah Subhanahu wa Ta'ala zu zählen. Wo, wer die Gnade erwiesen bekommen wird. Eigenschaften von 1, 2, 3, 4. Wenn diese 4 Eigenschaften nicht sind, dann kannst du keine Gnade erwarten von Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenn Allah Ta'ala die Gnade erwiesen hat, das ist sein Mulk. Da haben wir nichts zu sagen. Aber wenn es faktisch ist, um Scharia geht, die Scharia, er weiß in diesem Augenblick, das ist keine Gnade. Wenn Hukm von Allah kommt, das ist die Heilung für die Gesellschaft. Für denjenigen und die Gesellschaft, damit die Abstände, wie ich gesagt habe, so gehalten werden. Wenn das gebrochen ist, wenn die Abstände gebrochen sind, ist keine Regel mehr. Dann ist es, wie gesagt, ist ein Dschungel. Und jeder traut sich und jeder macht, was er will. Ja? Und Therapien, wenn jemand beispielsweise Dieb ist, Das ist eine Krankheit auch dann. Ne? Es ist ja fest bewiesen jetzt, dass manche Leute sind psychisch. Das geht nicht weg. Und man versucht, die auszutherapieren, geht es ja nicht. Das ist wie ein Virus, sage ich mal so. Ja? Das ist heute mit modernem Wissen ist das festgehalten. Jetzt setzt du den im Knast, setzt du den im Loch, setzt du den, egal wo du ihn setzt. Der ist psychisch krank. Effizient wäre, dass wir ihm verschonen, wir ihm hindern daran, indem wir das sofort ziehen. Und das ist die Gnade für ihn. Salih, willst du was sagen? Ich muss
Fußballtraining. Ja, ja, bismillah. Der Bunker wird immer größer. Alles gut. Schön, dass du da warst. Freut mich. Vielen Dank. Alles gut. Für die Einladung. Versteht ihr, Schmeck? Lieber, ich erweise denn die Gnade für den Betroffenen selber, indem ich dann die Scharia von ihm dann auch gelten lasse. Ja? Lieber, wichtig ist, wie gesagt, Jungs, dann die Waage bei den Eigenschaften. Ein Beispiel hier. Rasulullah sagt, du sollst nichts vom Maruf als klein sehen. Maruf also gute Tat. Sag nicht, es ist eine kleine Tat. Das kann dann Rettung sein. Diese kleine Tat, den du jetzt sagst, wenn ich das jetzt nicht mache, die Welt doch nicht runter oder so. Ne? Das weiß ich doch gar nicht. Vielleicht diese kleinste, dann ich hatte euch gesagt, dass manche Sahaba, manche Ulema, als die gestorben sind und deren Freunde, also deren, ne, wie Ahmed ibn Hanbal sieht Ishaq ibn Rawi im Traum. Und sagt, ja, was hat Allah mit dir gemacht, Ishaq? Das ist sein Sheikh. Ja? Dann sagt, Allah hat mich vergeben, wegen einmal habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr die Geschichte, aber sowas, ich habe ein Tier, das Teller ein bisschen nach vorne geht. Hä? Ishaq ibn Rawi? Bücher und Ilm und was nix wurde nicht erwähnt. Es wurde erwähnt, dass er ein Teller oder irgendwas, sowas Kleines, ich weiß jetzt nicht mehr in der Ruhe, genau. Ja? Dann denkst du, subhanallah, warum? Oder ein, du gehst vorbei, irgendwas auf dem Weg könnte die Menschen schaden. Du kannst das mit der Fuß so machen. Ich komme gerade aus dem Jama'a-Gebiet, ich habe 27 Stufen, ich habe so viel Hasanat. Und die Schuhe ist neu. Will ich hier so machen und dann die Schuhe kratzt oder so. Okay. Kann andere machen. Glaubt ihr, dass wegen so einer Tat kannst du in Jahannam landen? Kannst du in Jahannam landen? Wegen so einer Tat. Und du kannst in Jahannam landen mit übelsten Taten. Allah Ta'ala vergibt ihm. Wie die Geschichte von die Bari von Ben Israel, die Frau, die Brunnen, genau. Ram. Kann man dann irgendwie Überheblichkeit in Verbindung setzen mit das Verzichten auf so eine natürlich. Kleine Wohltat? Natürlich. Ja, natürlich. Das ist doch Kibr. Wenn vor dir liegt eine Hasana, und sagt, nee, wohl nicht. Hab genug heute. Wie hast du genug heute? Hast du geguckt? Was ist alles angekommen ist? Was ist auch angenommen ist? Verstehst du schon? Wie hast du genug? Lieber, kleinste Tat, große Tat, was auch immer. Es gibt im Dien keine kleine Tat, so dementsprechend. Rasulullah sagt, dass, und wenn es nur, dass du deinen Bruder mit einem Lächeln empfängst. Wie anstrengend ist das ein Lächeln? Wie lange hast du Muskelkater danach? Wie? Und jedoch, manchmal ist dieses Lächeln so schwer von Muslim zu Muslim. Ich rede gar nicht über Salam. Ich rede gar nicht über Muslimen, die aneinander vorbeigehen und kein Salam geben. Augen in Augen, die geben es kein Salam. Mit was auch immer jetzt du für einen Grund hast. Den du dir sehr wichtig siehst, dass du deinen Bruder in den Kanzler gibst. Salam sagte, keine Mu'min darf seinen Bruder Mu'min 3 Tage lang vermeiden. Höchstens ist 3 Tage. Nach die 3 Tage, sagt Salam, der Bessere von denen ist derjenige, der anfängt. Du hast den Streit mit deinem Bruder, weil du der Meinung bist, dass du richtig bist und er falsch ist. Und du bist natürlich, wenn du richtig bist, dann bist du besser. In die Situation. Richtig oder nicht? Da hat Rasul eine Indikation gegeben.
wer anfängt mit Salam, ist der Bessere. Du sagst doch dir selber, du bist doch der Bessere. Warum fangst du nicht mit Salam an? Warum? Aber bist du definitiv nicht der Bessere. Und das ist persönlich, es geht nicht um Sachverhalte. Du nimmst es persönlich. Dann sagt man, ja, was machst du mit dem Hadith von Ka'b ibn Malik? 40 Tage lang die Sahaba, ja, als er von die Raswa, von Tabuk nicht gegangen ist und ne, hat gesagt, ich folge dir, ich habe ein schnelles Pferd, ich kann sie erreichen und so weiter und so. Rasulullah hat gesagt, keine soll mit Ka'b ibn Malik sprechen und noch zwei. Und die Muslimin haben den komplett vermieden. Es gab im Malik erzählt in Ruwaya, dass wenn ich Rasulullah Salam gegeben habe, ich wusste nicht, ob er den Salam zurückgebracht hat. Ich habe geguckt auf seinen Lippen, ob er Salam zurückgesagt hat. Und das ist Rasulullah Salam. Der macht sowas nicht. Also so streng war die Situation. Bis eines Tages Ka'b ibn Malik wusste nicht mehr mit sich. Dann ging er zu seinem Cousin. Abu Qatada. Nicht Abu Qatada, der Takfiri hier. Allah Ta'ala den geben, was die verdienen, weißt du. Aber, und sagt ihm, geht rein bei ihm im Haus und sagt, ich bei Allah, du weißt doch, dass ich Allah und seinen Prophet liebe. Abu Qatada macht so. Dann geht er von der anderen Seite. Du kennst mich doch am besten. Du weißt doch, dass ich Allah und seinen Prophet liebe. Bis das dritte Mal sagt Abu Qatada zu ihm, Allah Rasul Alam, ich weiß es nicht. Er hat Anweisungen von Rasulullah Sallam, redet nicht mit ihm. Ja, wie machen wir das denn? Ja, wie können wir denn? Rasulullah Sallam sagt, keine drei Tage. Und die Sahih Ruwaya, wie können wir das denn komprimieren zusammen? Wie können wir das komprimieren? Ich will jetzt Fiqh haben von euch. Nur weil du da aus her bist hier. Vielleicht war die eine Überlieferung zu einem späteren Zeitpunkt als diese Geschichte mit Sahaba. Nasr Mansuch meinst du jetzt? Okay, gut, das ist ein Aspekt. Shoaib hat sich gemerkt. Doch Khas und Am. Und das ist hier. Khas und Am. Ja. Generell und spezifisch. Ja. Ja. Kann auch sein. Ja. Das wollte ich auch sagen. Auch Khas und Am, ja. Suleiman. Die Ulama sagen doch. Asl und Istisna. Asl und Istisna. Also Asl ist, dass man den erstmal Salam gibt. Gibt. Und Istisna. Wenn dann ein Ausnahmefall ist, in dem Fall dieser Boykott. Dementsprechend dann verhält man sich sehr gut. MashaAllah, sitzt im Tolema hier, alle Usul hier. Asl und Istisna, Khas und Am. Ja? Und so weiter und so fort. Letzten Endes, um Fazit aus diese zwei Ahadithe, um die in Kombination zusammenzubringen, zusammen zu kompromieren, sagen die Ulama, erstens, die Situation von Ka'b ibn Malik, ist Wahi oder nicht Wahi? Wer hat Rasulullah sallam gesagt, er soll Ka'b ibn Malik nicht Salam geben und er soll die Sahaba, das ist Wahi oder nicht? Aber das ist erstmal Wahi. Das ist kein Normalfall jetzt. Das ist nicht das normale Musterverhalten, das ist erstmal ein Wahi. Ja, was Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagt, ist Wahi. Oder sagt Rasulullah von seinen, gerade wenn es jetzt gegen die Regeln der Scharia ist, es muss ein Wahi sein. Und Wahi, dann hast du zu gehorchen, das ist erstmal vorweg. Zweitens, bei Ka'b ibn Malik, diese Maßnahme, die Allah subhanahu wa ta'ala für die drei ausgesucht hat, um die zu erzielen. Guck mal, jede Maßnahme in Scharia beruft sich auf Wirkung, die in die Persönlichkeit eingegraben wird. Das heißt, eine Erfahrung, die du erfährst, die so einen Eindruck hinterlässt bei dir, dass du dieses Fehlverhalten oder Fehlmuster nie wieder machst. Ja? Die Wirkung ist sehr, sehr wichtig. Bei Ka'b ibn Malik, Allah Ta'ala sagt selber im Koran, حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت.
Und wenn, denn über Effekt ist tatsächlich gekommen, dass deren Nafs, deren Herz ist sehr eng geworden ist und die haben gedacht, was haben wir bloß gemacht? Was haben wir bloß gemacht? Versteht ihr schon? Über diese Wirkung ist da. Lieber sehr, sehr wichtig, oder mal sagen, Hajr oder Salam nicht zu geben zu einem Bruder, ist eine Sache, die viel davon auch abhängt, ob das tatsächlich denn auch effektiv ist, nicht zu mehr Fitna unter die Umma bringt oder zu mehr auseinander die Umma reißt. Wenn ich merke, dass durch dieses Salam so Leute wie Ka'b ibn Malik so beeindruckt werden, dass die wirklich Schmerzen haben, bis Allah subhanahu wa ta'ala die eröffnet, die von sich aus dann aufhebt den Hukm, ja? Wenn ich weiß, dass es Wirkung gibt, dann nutze ich das oder wende ich das an. Lieber diese Therapie oder diese Art von Handlung ist eine absolute Sache oder bedingt? Bedingt, muss ja bedingt sein. Lieber, wenn wir verstehen, die Ulema von Salaf, wenn sie sagen, Ahlul Bid'ah kann Salam geben. Das ist Asl. Das ist Asl. Oder ist kein Asl? Ist das Asl oder kein Asl? Ran. Ist das nicht bedingt? Solange wie sie. Meinetwegen. Aber Asl oder kein Asl? Asl ist ja Muslimin Salam geben. Das ist Asl. Lieber, das ist kein Asl, lieber, das ist Istisna. Das ist eine Ausnahme. Weil er Bid'ah macht, dann wende ich die Methodik an. Aber Asl ist, dass ich ihm Salam gebe, weil er Muslim ist. Von dieser Istisna kann man jetzt diese Istisna als Asl bei Ahlul Bid'ah machen, lieber, von einem Asl zum nächsten Asl umgestiegen. Das Grundregel bei Ahlul Bid'ah, die kann Salam geben. Kann man das machen? Nein. Nein. Wieso, Shiraz? Weil das auch von der Situation abhängig ist. Weil das von der Situation abhängig ist, haben wir so gerade gelernt. Denn dieses Verhaltensmuster ist bedingt durch Wirkung oder keine Wirkung. Erzieherisch, ob man damit hinkommt, wo man will, oder eben das nach hinten auf eigene Beine schießen. Ich will ja die Umma sozusagen, dass die Bid'ah verlassen und eine Umma werden. Durch meine Verhalten mache ich das so, dass die noch mehr voneinander oder von mir oder von auch zerrissen werden. Aber eigentlich anstatt das, was ich gut machen wollte, habe ich genau das Gegenteil erreicht. Aber ihr versteht mich, wenn ich manchmal euch sage, selbst wenn er Ahlul Bid'ah oder was auch immer ist, ne, musst du die Situation genau studieren. Wenn ich Salam gebe oder nicht Salam gebe, was für Konsequenzen entstehen. Und wenn du merkst, dass es nicht dahin führt, da wo Ka'b ibn Malik gekommen ist, dann unterlässt du den Istisna und bleibst du bei Asl wieder. Weil du bewegst nicht aus dem Asl raus, aus dem Grundwurzel raus, außer mit einem Dalil dafür. Denn du siehst und 100% weißt, wenn ich der Bruder kein Salam geben, er wird sich fragen, warum ich ihm kein Salam gebe. Und er wird mich darauf ansprechen und dann will ich ihm die Nasiha geben und ich weiß, dass er die Nasiha dann annehmen würde, weil er ist so ein Typ. Er sucht nach Haq. Er sucht nicht nach Nafs. Doch wenn jemand nicht so ist, dann brauche ich die Anwendung nicht zu machen, weil eigentlich der ist Jahil, läuft nach seinem Nafs und Hawa sowieso. Und wenn ich das noch nicht mache, dann er hat dieses Ziel von Haq nicht. Denn es reißt mehr zwischen mir und ihm. Und die Umma geht mehr auseinander und mehr überwende ich das nicht. Eber, Rasulullah sallam sagt, und wenn er sein, ich bin ja gleich fertig damit, alles gut, ich bin gleich fertig. Ich weiß, wallahi, dass zu Freitag, Sonntag, möge Allah ta'ala uns euch belohnen, inshallah, für diese Anstrengung. Ja? Eber, Salam nicht zu geben, ist kein Asl, ist eine Therapie, ist eine Methodik, mehr ist das ja nicht. Ja? So, Rasulullah sagt, auch wenn er seinen Bruder mit Lächeln trifft. Ja? Bei diesem Lächeln ist bedingt oder absolut? Ram? Bedingt. Bedingt. Shoaib? Bedingt. Wer sagt absolut? Das ist absolut bedingt. Asl und es ist ja, meinetwegen, aber. Ist das das Gleiche? Ist nicht das Gleiche? Fast.
Asl ist ja, weißt du ja, Grundwurzel. Ist es, na, ist ja die Ausnahme. Asl ist die Wurzel. Lächeln ist Asl. Genau. So wie ein Baum. Asl und Zweig. Und ist, Ast. Und Ast, genau. Asl und Ast. Ja. Ast ist Far. Ist es na, raus. Ja? Über diese, ist es Asl oder ist es na? Asl. Lächeln ist Asl. Rasul Salam sagt ja, und wenn du deinen Bruder nicht mit Gipsgesicht triffst, sondern mit Lächeln. Ne? Tja, es gibt wirklich Leute, du denkst, subhanallah, die sind gelähmt. Das Gesicht ist gelähmt. Und wenn du die fragst, dann sagst du, ja, weil das ist Ladul Kufr und Kufar und Muqtadi'a. Ja, Allah. Ja, Allah. Denn natürlich, denn du bestätigst ja nur noch, dass der Islam so feindlich ist. Und du bestätigst da nur noch. Du hast Asl in dir, der dir sagt, alle Brüder zu treffen mit einem Lächeln. Gut, da was, wenn nicht Brüder? Darfst du Matthias einfach nur so treffen? Matthias, wie geht's dir? Ja, natürlich. Warum? Wieso? Als Dauer. Und ich kenne keinen Beweis dafür, dass man Leute jetzt auf der Straße böse anguckt. Das ist ja nicht Grundlage, dass man die Leute böse anguckt. Na, wir haben ja festgestellt eigentlich, dass der Muslim so mehr Training mit diesen Muskeln hat und sehr fit. Na, also ist nicht so schwer zu lächeln. Na, Meinen Sie Salam oder Lächeln geben? Salam nicht, wir kommen zu Salam noch. Ach so, okay. Wir kommen zu Salam noch. Lächeln nur. Dass du kommst bei der Arbeit, du hast deutsche Arbeitskollegen, nicht Kolleginnen. Weil immer bei Kollegen geht der Mund von alleine auf. Ob man jetzt hier, gut, alleine, also die Muskeln sind sehr, sehr gedehnt, wenn das weibliche ist. Ja? Ist er, du gehst und Matthias oder was weiß ich, was, wie sollst du reintreten? Wie? Hä? Das fällt doch dann unter gutes Benehmen einfach. Also, dass man freundlich ist. Ja. Das ist aber gesellschaftlich oder ist das Scharia? Gesellschaftlich. Ist es, das ist auch berücksichtigt, so ist es ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir das dann boykotten. Entschuldigung. Es ist doch Hadith, also ist es nicht Scharia zu lächeln? Zu allen Menschen? Er redet ja über. Und wenn er sein Bruder. Der Hadith hat eine Klausel hier. Er redet von Muslim zu Muslim. Wenn wir jetzt außerhalb den Muslim. Weil der Hadith hat mich verpflichtet, was meine Glaubensbruder angeht. Ab jetzt. Was ist, wenn er nicht Glaubensbruder ist? Was mache ich denn? Vergiss ja nicht, dass viele Leute argumentieren von was? Wala und Bara. Loyalität und Lossagen. Das ist nach deren Loyalität und Lossagen. Ja? Aber die argumentieren damit und sagen, ja, wenn du den Kuffar anlächelst, heißt eigentlich, dass du so die unterstützt in deren Kuffar. Das ist deren Fiqh. Ja? Was eigentlich gar nicht so ist. Aber nun, die sehen das ja so. Was willst du denn sagen? Wie triffst du Matthias morgen? Ja, ich guck mal auf. Oh, Matthias, du bist ein Kafir in Jahannam. Und wie ist al-Masir? Und Haq, was willst du denn sagen? Haq. Wir haben ja gesagt, Haq, kann man Haq so... Wir haben doch gelernt, wie man Haq. Und wie und wann und wie. Was machst du denn, Leute? Ich will eine Antwort haben. Ich weiß, dass ihr alle lächelt, aber ich will nur festhalten, dass du verstehst, dass du auch Lohn dafür bekommst. Dass du nicht das machst, weil du die Gesellschaft anpassen willst. Nein, nein, nein. Du willst davon was haben. Du willst Dawa, du willst und so weiter. Marwan, hat Bedingungen, also wann, wo, Ort, Zeit, wie, welche Person. Genau. Wenn gestern Matthias mit mir Streit hatte und vielleicht den Islam beleidigt hat, dann lächle ich nicht. Falls er aber vielleicht vorher ein nettes Gespräch mit mir über den Islam hat, dass ich ihn dann am nächsten Tag anlege. Oder ein ganz normales Gespräch, der nicht mehr über Dien ist. Warum soll ich ihn... Ja, und der Chef hat gesagt... Und warum soll ich sonst sprechen? Warum? Kann ich so machen. Das kannst du machen. Denn, dann, wenn ich merke, aha, Matthias wird übertreten, also tritt die Grenzen, ne? Denn, aber gleich oder erkläre ich ihm erstmal... Ich glaube, ich kläre das mal. Yani, Hukm kommt, bevor Verstand oder bevor Nachricht gekommen oder nachdem Nachricht gekommen ist.
Nach dem Nachricht. Du kannst ja nicht Matthias dafür verantwortlich machen, dass er Spaß über deinen Dien macht, wenn er gar nicht versteht, dass dir das richtig so nah ist. Rami, willst du was sagen? In dem Fall würde doch Lächeln genauso zu Muru'a gehören. Weil es doch die Dauer näher bringt mit dieser Person. Wenn du nicht lächelst und grimmig bist und versuchst, du Dauer zu machen. Alle sagen ja oder nein? Sorry. Aber jetzt, wenn er Dien... Nein, abgesehen davon. Ach so, okay. Ja, im Normalfall jetzt. Er hat noch gar nicht Beleidigung, er hat gar nichts gemacht, was Islam angeht. So, nur Kollege, einfach ganz normal. Ja? Shoaib wollte ja den Klausel setzen, falls was Marwan vorhin gesagt hat. Und was ja? Haram macht, auch da, so wenn er gerade antrinkt. Er macht gerade was Haram. Oh, schön. 6er Bier, mashallah. Hast du alles alleine getrunken? Ja, habe ich alles alleine getrunken. Ja, schön. Ist das eine Situation, wo ich zu Matthias anlächle? Wir haben gesagt, morgen soll mal ins Büro gehen. Nein, ich meine, du glaubst es nicht. Es gibt Leute, die bevor die zur Arbeit kommen, schon 2 Bier schon hinter sich haben. Das muss, morgens. Tak, tak, 2 Bier, damit der überhaupt die Maschine anläuft. Du hast gesagt, wo noch nichts stattgefunden hat. Nein, versteht ihr, was ich meine? Wenn er Marcia macht, natürlich im Falle des Marcia kann ich auch nicht anlächeln. Ist auch klar, wieso. Dann ist das tatsächlich Bestätigung für das, was er macht. Oder dass ich das als gut finde, sogar ich lächle ihn an. Ja? Wegen zurück, das sind die ganzen Ausnahmen. Soll ich Matthias anlächeln oder nicht? Redet mit Dalil. Redet mit Dalil. Nicht mit eigene. Wir haben ja, ich glaube, gestern festgehalten, dass der Muslim jemand ist, dessen Umgebung in Sicherheit ist. Vielleicht kann man das darunter auch aufbauen. Okay. Ja. Und ja, wenn sie in der Situation neutral ist, also er jetzt nicht gestern mit mir gestritten hat über Islam oder so, sondern ganz normal, dann würde ich den Hadith anwenden, wer Barmherzigkeit hat mit den Weltenbewohnern, der im Himmel wird Barmherzigkeit mit einem haben. Hadith ist gut. Als Musa zu Pharaon geschickt wurde, er sollte auch gut mit Pharaon reden. Top Antwort. Top Antwort. Das ist Dalil. Gib ihm mal so ein bisschen. Top Antwort. MashaAllah, Allah Ta'ala schickt Musa, der Heiligste, der Höchste in seiner Zeit. Ein von den 5 Propheten Ulul Azm. Und Kalimullah. Und. Was ein Privileg, was Sayyidina Musa a.s. hat. Schickt ihm zu einem Mann, der behauptet, dass er Allah ist. Also, übler geht es nicht. Schlimmer geht es nicht. Was sagt Allah Ta'ala zu seinem Prophet? فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Spricht ihm in sanfte Töne. Sayyidina Musa, wie stark war Sayyidina Musa? Da hat ein Mann so gemacht, der Mann war tot. Ja, eine Armee von Frauen könnte Sayyidina Musa in 1,5 Stunden, so 2 Halbzeiten, konnte klären. Er hat keine Kraft angewendet, Leute. Er hat wirklich keine Kraft angewendet. Er hat so gemacht. Mit seinem kleinsten Finger, wie Ruaya ist. Der Mann ist tot runtergefallen. Was für eine Kraft hat dieser Mann? Kann er nicht Pharaon in 4-5 Teile und die Sache ist erledigt? Aber er hatte doch auch Angst vor ihm und vor seiner Mensch. Plus, er hat Angst vor ihm. Eigentlich, das gibt ihm mehr. Wenn du Angst hast, eigentlich, dann bist du hysterischer. Du bist eigentlich. Wenn du Gefahren, dann kommt aus dir Sachen, die du gar nicht erwartest, dass du das kannst oder drauf hast oder Adrenalinschutz. Wissen wir ja, wie die Adrenalin dann auch funktioniert. Ja? Aber trotz aller Möglichkeiten, alle Privilegien, alle Vorteile, alle Haq, was Sayyidina Musa hat, Allah Ta'ala schickt ihm zu Frauen und sagt, فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا. Spricht mit ihm in sanft, in sanfte Töne. Über Asle ist, sanft zu sein. Auch wenn das Kopf von der Kuffar ist. Frauen war kein normaler Kerl. Der war Kopf. Sogar der einzige in der Geschichte. Iblis hat das nicht gesagt. Iblis hat das nicht gesagt. Der einzige in der Geschichte, der behauptet hat, ich bin euer höchster Herr. Es gab in der Geschichte Leute, die gesagt haben, wir sind Götter. Griechische Mythologie und was, wir wissen ja. Aber
aber dass er, ich bin der höchste Herr, das heißt, er hat sich über diesen, die auch als Götter sich da, übergesetzt. Er ist der Absolution. Gibt es mehr Kufr als das? Idiotie mehr als das? Ignoranz mehr als das? Also eigentlich, Frauen hätte zwei Latschen auf sein Gesicht verdient und noch einen Schuh auf deinen Kopf. So, so das, was er verdient hat. Aber Allah subhanahu wa ta'ala schickt dir, Asl ist, dass du mit Nicht-Muslimen, selbst wenn die groß im Kufr sind, mit sanften Tönen. Ist das so, so durchgehend? Durchgehend mit Kufar reden? Oder gibt es auch Klauseln, Bedingungen, wo man beispielsweise die Botschaft ist angekommen, befestigt, die Leute wissen 100%, dass du Haq hast und so weiter und so fort. Also das heißt, du hast den Dien genau vermittelt und die sind komplett einverstanden mit der Sache, aber die folgen jetzt nicht. Die trotzen. Hä? Sheikh, ich kenne die Überlieferung dort, wo Abu Sufyan, nachdem er schon mehrmals bereits wusste, dass Islam Haq ist, als Abu Bakr, Umar und Ali und später Abbas ihn aufgenommen hat und er bereits wusste, dass er Haq ist, hat er gesagt, nimm den Islam an, bevor dein Kopf rollt, dann bist du genau. Jahannam ohnehin. Ja. Ja. Und dann erfährt er begriffen, ich habe so wie... Bei der Geschichte von Abu Sufyan, ja. Man hat einmal, zweimal, mehrmals Methodik mit Sanftmut, mit, ja, also, am Ende. Ja. Diese Sanftmut, diese sanfte Töne ist nicht durchgehend. Ist nicht, ist keine durchgehende Sache. Das ist bei Kuffar und Ahl-Bid'ah genau dasselbe. Weil Ziel ist, dass Haq ankommt. Dass die Hujja, dass die Hujja von Allah Ta'ala fest auf der Erde ist und jeder es versteht. Deswegen, manche Ulema heute, wenn die sagen, das wahre oder die wahre Religion oder das richtige Islam ist bei den Kuffar nicht angekommen. Und die haben eine gewisse Ansicht. Man kann nicht sagen, dass es komplett falsch ist. Weil tatsächlich das Bild von Islam, die angekommen ist in Darul Kufr, ist auf jeden Fall ein bisschen verschoben oder ein bisschen verzerrt. Das ist definitiv so. Und wieso? Weil die Muslime dementsprechend das präsentieren. War das am Ende von Musa a.s. seiner Geschichte nicht auch so? Da am Anfang hat er Qawl Layyin, genau. Dann hat er Dua gegen ihn gemacht. Genau so. Qawl Layyin ist irgendwie der Anfang. Matthias, Qawl Layyin und alles gut und lächeln und was ich. Und da habe ich eine Möglichkeit mit ihm über das Dien zu reden. Und dass wir das ihm aufklären und dass er dann zugibt, dass es auch Haq ist. Danach, ein bisschen Sabr, ein bisschen Ikram, ein bisschen, und immer noch er trotz, dann kann ich, dann habe ich die Option, muss ich ja nicht, habe ich die Option zu sagen, okay, von da und jetzt an, also die Freundlichkeit ist jetzt vorbei, also du bist ein Trotzkopf einfach und fertig. Aber wenn ich jetzt mit ihm bei der Arbeit immer zu tun habe, und das meine Arbeit sozusagen beeinflussen würde. Oder. Denn abwägen immer die Situation. Mhm. Abwägen. Warum sage ich euch das? Wir sind in ein Land, die nicht als Islam als Religion anerkannt. Leute, versteht der Unterschied. Dass die an den Islam nicht glauben, das ist eine Sache. Aber Islam nicht anzuerkennen, das ist eine komplett andere Sache. Die erkennen den Islam gar nicht an. Versteht ihr, was ich meine? Darunter, das Islam so anzunehmen oder zu tolerieren oder Islam zu verbreiten, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Da musst du ein gewisses Fiqh haben. Du musst ein gewisses Muster haben, wo du auch in so einem Land auch überleben kannst, als Muslim. Und nützlich bist für die anderen auch. Ja? Ich merke schon, dass es ein bisschen jetzt hier länger geworden ist. Ja? Aber diese Muster, natürlich ist kein Kuschen und ist nicht ein Gang nach hinten und nicht was weiß ich, gar nicht. Sondern die Weisheit. Ein Muslim zu treffen, Salam zu geben, ist was. Der Muslim ist ein Bid'ah. Salam zu geben ist immer noch was. Wann wende ich das an?
ihm kein Salam zu geben, wenn ich weiß, dass da dahinter Ka'b ibn Malik entstehen wird. Dass das ihn richtig mitnehmen würde und dass er zurückkehrt von das, was er gehabt hat. Dann, wenn ich merke, dass es noch schlimmer wird, durch das ich ihm kein Salam gebe und dass ich die Türen zumache, was ich eventuell heute bei ihm nicht erreiche, vielleicht morgen erreiche ich das. Wenn ich die Tür über, muss man jeder individuell dann abwägen, diese Situation. Und mir keine sagen, und das ist Fuqaha, das sind Fuqaha. Faqih ist jemand, der genau die Situation studiert und genau den Hukm genau dosiert. Alle Leute, die dir eine Regel durchgehen und sagen, so eins und es wirkt nicht anders und so, wisst ihr, das sind Jahil. Jahil nicht, weil die keine Ilm haben. Jahil mit Fiqh. Deren Kopf ist nicht, ist kein Schlaukopf. Verstehe ich mal? Weil es gibt ja zwei Arten von Jahil mit Ilm. Jemand, der Ilm hat und tatsächlich Ilm hat und wahres Ilm hat, aber die Hikma nicht hat, um den Ilm zu vermitteln. Ja, das ist auch ein Jahil. Jahil mit Fiqh, nicht mit Ilm. Aber dieser Mann kann kein Faqih sein, der kann Texter sein von mir aus, aber Faqih kann er nicht sein. Er kann nicht an die Situation von der Umma sprechen. Ja, weil Ilm al-Hal ist sehr, sehr wichtig und Dosierung ist sehr, sehr wichtig. Wie jeden Arzt. Ja, wie jeder Arzt. Der Arzt hat drei davon, einmal morgens, mittags und abends. Wenn er verfehlt, stirbt der Patient. Genauso ist in Ilm. Eigentlich, du siehst die Scharia, damit die Leute gesund werden, wenn du die Dosierung nicht drauf hast, dann die tötest die Umma. Du, mit Haq. Und das andere Art von Ilm, der Jahil von Ilm, jemand, der Ilm hat, aber es ist falsche Ilm. Ilm von Karamat und Awliya und bla 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 und nackt Khutba machen und 30 was weiß ich und fliegen und diese Ilm von das Üble, das auf. Nicht von das gesunde Tasawuf, sondern von übel Tasawuf. Und wir wissen, dass bei Ahl Sunnah Tasawuf, also Tazkiyah, ist eine wichtige Sache. Weil das hat mit deiner Qualität, der Erzqualität zu tun. Ja? Über dementsprechend dosieren wir. Aber das ist ein Alim, der Jahil ist mit Ilm. Der hat den falschen Ilm. Und der andere ist Jahil mit Fiqh. Er hat den Ilm, aber er kann das nicht. Dosierung, Leute, ist sehr, sehr wichtig, damit du keine Grenzen übertrittst und Schaden entstehen. Du wolltest was Gutes, aber daraus ist Schlechtes entstanden. Ja, aber über alles, über Jux. Fazit für diese Kapitel. Alles, was mich aussondert mit gutes Benehmen, Scharia-Technik und Gesellschaftstechnik, ist verlangt und gehört zum Ru'a dazu. Ru'a ist eine Eigenschaft, die ich unbedingt brauche, damit ich als Sept, als Thiqa, als vertrauenswürdiger Muslim und von Ulama, von Al-Hadith anerkannt werde. Damit mein Hadith auch Hujja ist. Mein Kalam nicht einfach nur in den Wind gesetzt wird, weil es daif ist, sondern dass mein Kalam bleibt und die Umma davon profitiert. Über alles, was mich dahin bringt an Eigenschaften, fängt an von meinem Aussehen, von meiner Pflege, von meinem Benehmen, von meiner Art zu reden, von meinem das, von meinem jenes, von all diesen Sachen bis zu kleinste Details, wie wir jetzt gerade gesprochen haben, über wie ich das mit Matthias mich verhalte und das und jenes und wann ist Klausel und wann geht das und wann ist das absolut und wann ist das bedingt und so weiter und so fort. Ja, war sehr, sehr wichtig, diese alles, was Makarim al-Akhlaq, Makarim al-Akhlaq heißt, das feines Benehmen. Ja, dass die Muslime sozusagen, wenn man sie nicht kennt, denkt man, sie sind Adel. Ich weiß natürlich, dass man gerne so der coole und so tough aushängen lassen möchte immer. Gerade wenn du Richtung Steindamm läufst. Ja, es ist immer so, der Brust muss breiter werden und es muss
mehr Gips auf dem Gesicht sein und mehr Erniedrigung für alle anderen außer dir. Das ist so ein Mazhab. Aber das ist nicht, was der Islam eigentlich uns sagt, sondern du sollst dich so verhalten, dass Leute sagen, oh Mann, ist der edel. Dass du blaublutig bist. Ja? So, alles in diesem Sinne, letzten Endes, ist für uns essentiell, sehr wichtig. Als Talib al-Ilm schon richtig akut. Akut. Du hast keine Option. Das ist nur dein Wahl. Wenn du es ernst meinst mit Talib al-Ilm und Talib al-Ilm werden und Al-Sunna sein. Und wenn du aber jetzt die Sachen jetzt als Unterhaltung nimmst und so, dann mach dir keine Sorge. Nimm meine Wörter und das ist vorbei und ist das vorbei. Nächste Dars, inshallah. Versteht ihr, was ich meine? Wenn du ernst nimmst, dann sieh zu, dass du edel wirst. Auch Sallallahu Alaihi Wasallam sagt uns hier, als abschließend hier, was haben wir angesprochen schon? Khawarim al-Muru'a, schreibt man einfach nur so. Khawarim heißt Sachen, die stecheln in Muru'a. Ich gebe so ein paar Beispiele, ne? Und ihr könnt dann darauf dann angleichen. Ja? Darunter ist Selbstgefälligkeit. Ne? Diese. Ja? Zweitens, Augendienerei. Ja? Drittens, Undankbarkeit. Undankbar zu sein. Ja? Viertens, auch in Dunya überheblich durch die Gegend gehen. Ja? So, Khoyala, ne? So, oh, wie schön bin ich, wie toll bin ich, oh, schön. So, ich kann mich vor lauter Liebe für mich nicht mehr ertragen, so ungefähr. Solche Sachen. Ja? Leute herabwerden. Es heißt nicht, weil Allah Ta'ala uns die Gnade erwiesen hat, dass wir den Manhaj haben oder unterrichtet werden im Manhaj oder Allah Subhanahu wa Ta'ala diesen Weg mit Firqa Najia gibt, dass sich dann alle anderen Leute dann unter mir, oh, was ist das denn für eine, der ist doch. Du warst auch so gestern und Allah Ta'ala hat dich jetzt hier gebracht. Der Dalil ist bei Sahaba, als die in die Ghazwa waren und die Leute haben den Salam gegeben, die haben nicht zurückgegeben und die haben die getötet. Und haben die Beute genommen. Allah Ta'ala schickt Koran und sagt nicht für diejenigen, die euch Salam geben, ihr seid keine Mu'mine. Tabtaghuna arad al-hayat al-dunya. Ihr wollt was von Dunya, also die Beute. Ohne dass ihr kurz wartet und fragt, ob die Salam, ob die Muslimin vielleicht sind. Versteht ihr, was ich meine? Ihr werdet nicht übereilen, die Urteile von den Leuten. Denn gestern war es doch so. Warst du gestern Jahil, warst du gestern in Bid'a, und Allah subhanahu wa ta'ala hat dich von da nach da gebracht. Wünsche dir das die anderen auch. Anstatt, dass du überheblich über sie dann hier herziehst. Oder, ja, und überheblich, also Leute herab. Und letzte, dass man immer Abstand hält von Situationen, wo Schubha ist. Bring dich nicht in ein Platz oder ein Ort oder Situation, wo die Leute dich verdächtigen. Aber du hast gerade über Khawarim al-Muru'a gesprochen. Also gehört das Khawarim al-Muru'a ist zu tun? Das zu tun ist Khawarim, genau. Ja, ein Beispiel. Du stehst, du hast nichts zu tun, aber stehst in der Reeperbahn. Wenn du einen Job hast oder so, okay, aber du hast nichts zu tun und die Leute sehen dich dann neben so einem Bordell. Ja, toll. Das ist Alhamdulillah, auzubillah. Bruder, auzubillah, niemals auzubillah. Ja gut, aber warum stehst du denn hier? Ja, gut, wir glauben dir alles, aber dann eine wie du, so ein Baden stehst in dem Bordell. Ja, nee. Verstehst du? Oder läufst mit irgendjemandem, der oder irgendeinem Kollegen oder was ist, die so gut ausgezogen ist wie angezogen. Verstehst du? Das gehört sich nicht, weil die Leute, die werden dich angucken und du erwächst einen Verdacht. Wie ich euch mal gesagt habe, alkoholfreies Bier, gestattet. Manchmal ist Medizin.
Da ist es gestattet, dass ein Muslim mit Bart, einfach mit einem Sechserpack, durch die Gegend geht, läuft. Und sagt, das Alkohol steht null drauf. Sagt, ja, das ist null drauf, weil hier, du kannst das sehen. Aber auf der anderen Seite, ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht. Ja, aber du musst doch gut von mir denken. Hallo. Zeig Gutes, dann denke ich gut. Zeig Schlechtes, dann denke ich schlecht. Ich kann nicht einfach schlecht zeigen. Aber du hast ja nicht geguckt. Das ist das, was ich meine, Schoba. Du bringst dich in... Bring dich nicht in die Situation. Bring dich nicht in die Situation. Halt dich da fern, immer, dass du ein Muslim immer safe bist. Du hast nur deinen Ruf, Junge. Du hast nur deinen Ruf, junger Mann. Du hast nur deinen Ruf, du hast nichts anderes. Wenn dein, und deswegen, man arbeitet heute, den Ruf von Muslimen kaputt zu machen. Berechtigt, berechtigt. Es ist ja nicht, dass die uns hier was andrehen, nein. 80% der Knastinsassen oder Insassen sind Muslimin. Das ist nicht von, weil die Regierung uns gestiftet hat, kriminell zu werden. Das stimmt nicht. Die sind freiwillig da drinnen. Die haben sich kriminell verhalten und dementsprechend. Du hast nur deinen Ruf. Wenn dein Ruf kaputt geht, dann weißt du, dass dein Dauer ist vorbei. Man will genau das. Dass dein Dauer nicht dich ist. Du stehst den ganzen Tag in die Sonne, wie heißt es hier, Mitte, hier Stadtmitte, hier, wo diese Straße, Mückebergstraße. Du stehst da 12 Stunden lang in die Sonne, Hunger, aber nach 12 Stunden kommt einer und sagt, ja, aber doch, die Islamisten sind so, oder der Islam ist so und so und so und so. Deine ganze Arbeit ist vorbei. Wieso? Die reden vom Fakt. Die hat vom Fakt gesprochen, weil eine hat sich Bombe gelegt und bumm. Unter Zivilisten, unter das und jenes, oder ein Terrorist, oder. Wieso? Hat er das erfunden selber, der das kritisiert? Nein, hat er nicht erfunden. Wir haben das gemacht. Lieber Muslim, bringt sich immer im Safe. Immer bist du im Safe sein. Immer aufpassen auf deinen Ruf. Denn wenn dein Ruf Glanz ist, dann wisse, dass dein Dauer dementsprechend wird. Und die Leute, es geht um deine Glaubwürdigkeit, Jungs. Wenn du keine Glaubwürdigkeiten hast, dann brauchst du keinen Dauer zu machen. Dann ist alles in Wind gesetzt. Wie der Engländer sagt, bis in the Wind. Entschuldigung. Ja, das ist so eine Redewendung von den Engländern. Das heißt, es ist nichts. Alles wird vom Wind weggetragen. Und das ist deine Kapital. Das ist darum, du auf der Erde bist. Das ist, warum du hier bist. Das ist, warum du die Sprache sprichst. Das ist, warum du die Sitten kennst. Das ist, warum du hier geboren bist. Das ist eine Aufgabe. Und dementsprechend, alles, was mich verhilft, um meine Aufgabe zu erfüllen, ist notwendig oder nicht? Und alles, was das daran hindert, ist verboten. Darf ich nicht. Ja? Rein so Verständnis und rein Logik. Ja? Aber diese Sachen, wie die Ulema sagen, 7 Sachen sind von Khawarim und Murua. Und dementsprechend versucht natürlich dann... Er ist natürlich hier, der Sheikh Ibn Uthaymin ist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber eigentlich alles, was er jetzt eigentlich gesagt hat, habe ich euch da eigentlich jetzt in die zwei Vorlesungen dann auch gesagt. Und Beispiel hat ein Top-Beispiel von Rasulullah Sallam hier, was ich euch sagen wollte. Guck mal, wie Rasulullah Sallam sich vom Morden Shubuhat wegmacht. Er läuft mit seiner Frau Sayyidah Safiyya nachts. Wisst ihr? Er läuft mit einer Frau nachts, alayhi sallam. Damals gab es keine Laternen und was ist, nachts ist nur Mondschein. Und Mondschein kann man schon sehen, aber jetzt nicht identifizieren, aber sehen kann man schon. Und dann, er läuft zu alayhi sallam mit Sayyidah Safiyya und 2 Sahaba laufen auf der anderen Seite. Dann der eine sagt zum anderen, hey, da ist Rasulullah mit jemandem. Rasulullah sallam stoppt und sagt ihm, das ist Safiyya. Meine Frau. Und sagten sie, ja Rasulullah, wir haben nie gedacht, dass irgendwie... Aber guck mal, Rasulullah sich aus der Schuba raus
Er ist 100%. Keine wird denken, dass Rasulallah mit irgendeiner, was weiß ich, was unterwegs ist. Ja? Aber trotz alledem, Rasulallah stoppt die Sahaba und sagt, das ist Safiya, meine Frau. Damit keine auf die Liebe, das ist ein Musterverhalten für dich. Du bist keep clean, du bist sauber. Ja? ISIS, nicht ISIS, diese ganze, halt dich komplett von dieser Fikr fern und gar nicht in der Nähe von diese Sachen. Halt dich fern von solchen Sachen. Geh nicht drauf ein. Wieso? Weil du bist ein Schubha. Heißt ja nicht, dass du es bist, aber du bringst dich in Verdacht. Aber wieso denn? Warum denn? Notwendig? Muss? Das Gegenteil muss. Nicht das hier muss. Über dementsprechend halten wir uns inshallah von alle Schubhat und alle Sachen, wo Shaitan im Herzen von anderen was reinschmeißen kann, der gegen mich angewendet wird, beziehungsweise gegen mein Dao angewendet wird, mein Din angewendet wird. Ne? Immer versuchen dann, auch wenn ich was poste, was schreibe, immer so eindeutig sein, damit kein Leute oder kein Mensch denkt, das ist ja zweideutig, das kann ja auch das sein und das sein. Nee, du redest eindeutig, dass man genau versteht, was du willst. Damit deine Wörter oder dein Post oder was immer nicht so umgelenkt werden oder umgedeutet werden, dass es anders auch zu verstehen ist. Ja? Drei. Fragen? Okay. Ich wollte nur sagen, dass ich los müsste. Ja, wir sind auch fertig jetzt. Okay. Wir sind auch fertig. Machen wir noch ein Kapitel? Ja, das reicht ja. Aber wie mashallah will hier sitzen bis mittags. Drei. Fragen dazu, aber schnell. Kai, wenn du los musst, dann. Das Problem ist, ich müsste mit... mit allen... Ja, okay. So, schnell, Leute, bitte. Du hast ja gesagt, der Boykott, also kein Salam geben... 20:02. Kein Salam geben ist nur gewährt, wenn eine Person wie Kaab und wie Malik rauskommt, in dem Sinne, hast du das gesagt? Aber was ist mit diesen Ketzern, die diese Bilder so tief wie Sufi-Sheikhs, die in Schilf gefallen sind und dies und das, da bringt es ja gar nichts. Die verändern sich ja überhaupt nicht. Muss man denen Salam geben? Nochmal, muss man Salam? Je nach Situation. Du guckst, schätzt du ab. Und wenn dir mehr Schaden entsteht, wenn du kein Salam gibst, dann gibst du Salam. Wenn weniger Schaden entsteht, wenn du kein Salam gibst, dann eben dementsprechend. Wieder nicht absolut zu Suleiman. Guck um dich rum, guck die Gesellschaft an und wisse, was um dich rum ist. Und wisse, wie du dich positionierst, damit die Dauer weitergeht. Ja, so. Und zu dem einen Punkt, dass ohne einen guten Ruf die Dauer niemals fruchten kann. Können wir dann auf unsere Zeit sagen, dass unsere Aufgabe eigentlich darin liegt, die nächsten Generationen vorzubereiten, damit deren Ruf in Zukunft... Ja. Ich habe es gehört von einem von den Mashaikh, hat gesagt, solange die Umma das Benehmen nicht erreicht, den Skala, was Allah Ta'ala für die Umma haben will, dann wird die Umma von Allah Ta'ala nicht unterstützt. Wie lange wollen wir denn da Erziehung, lange, bis wir sehen, dass die Umma sich verändert hat? Weil davor wird nichts. Lieber dauert das 100 Jahre, ja, dauert 100, dauert 1000 Jahre, dann dauert 1000 Jahre. Denn von dir ist nicht verlangt der Sieg. Von dir ist verlangt das Verhaltensmuster. Der Sieg ist Allahs Sache. Der kann es morgen bringen, der kann es auch in 100.000 Jahren bringen. Aber was dich und mich angeht, ist das gute Muster benehmen. Jimmy? Eine ganz kurze Frage. Bezüglich dieser Sachen mit dieser Frau, die Prostituierte, die dem Hund dann einfach ein bisschen was geben oder der Traum, das waren immer kleine Sachen. Oft, es ist nicht oft so, dass das irgendwie mit anderen Menschen zu tun hat oder mit anderen Lebewesen generell und daraus dann so. Ist meistens so. Meistens so, dass die. Wir wissen auch an Grundregel in Scharia sagt, alles was. Alle Antaten, was nutzvoll für anderen ist immer beliebter als für die mir eigene Nutzung bringt. Ja, ein Beispiel. Ich bete Tahajjud. Das ist für mich sehr gut. Aber dass ich Leute nahe bringe oder Dauer mache, dass sie Tahajjud, das ist noch besser als, weißt du, weil das ist ja Faida Mutahaddi. Gemeinnützig. Immer gemeinnützige Sachen sind immer vom Stufe her viel höher als eigene Sachen. Allahu a'lam wa sallam 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 w